So, willkommen bei meinem ersten Video über Notnahrung im Winter. Ja, ich hatte ja schon bereits in dem Wildkräuter-Video, was ich als erstes gemacht hatte, angekündigt, dass ich sowas machen möchte. Und ja, da endlich bei mir auch der erste Schneefall stattgefunden hat und ich ja so ein Schneefan bin, musste ich einfach raus. Und da dachte ich mir, da kann ich genauso gut auch spontan das erste Notnahrungsvideo machen. Also vorab nochmal für die, die das vielleicht nicht ganz ernst nehmen oder die sich da irgendwas Merkwürdiges drunter vorstellen. Also Notnahrung sollte man auch wirklich wörtlich nehmen. Das heißt, das, was ich euch gleich zeigen werde und auch was ich in den anderen Notnahrungsvideos zeigen werde, das werden keine Sachen sein, von denen ihr euch dann irgendwie monatelang alleine ernähren könnt, ja, oder wo ihr euch von ganz alleine nur den Bauch vollschlagen könnt, oder was jetzt das super Survival Food ist, Essen ist. Ich wollte mir dieses Verenglischen abgewöhnen. Sondern es heißt wirklich Notnahrung, also wirklich in der Not. Das heißt, du hast gar nichts. Ja, und gar nichts heißt wirklich, du hast gar nichts. Und alles, was irgendwie essbar ist und nicht schädlich für deinen Körper ist, ist Notnahrung in dieser Situation, ja, also, naja, nicht schädlich. Also abgesehen davon, dass alles, was du in der Natur essen kannst, auch so gut wie immer sehr gesund für deinen Körper ist, ja. Aber naja, egal. Kommen wir nun mal jetzt zu dem, worum es heute geht. Also, wie schon im Bild zu sehen, hier, einige erkennen es vielleicht auch schon. Ich hoffe doch. Wenn die meisten das nicht erkennen würden, dann wäre ich schon erschreckt. Aber naja, wie auch immer. Nee, die meisten Bäume, die haben wir alle schon gesehen, ja. Aber bis, ich muss da auch ganz ehrlich zugeben, bis vor einem Jahr ungefähr, da konnte ich vielleicht zwei Bäume nur bestimmen oder so, ja, weil ich habe die immer nur alle gesehen, aber die nie gelernt. Aber naja, wie dem auch sei, das hier ist nun die Kiefer. Ja, und heute wird es, wie es schon im Titel steht, um die Kiefer gehen. Da gibt es natürlich viel zu sagen. Da das jetzt aber ein Video über Notnahrung ist und kein Lernvideo über einen Baum, werde ich mich natürlich mehr auf das Pragmatische beschränken. Das heißt, ich erzähle euch jetzt nicht die Lebensgeschichte des Baumes und wie alt der wird und wie hoch der wird und all so eine Sachen, sondern ich komme gleich zur Sache jetzt. Ich habe sowieso schon genug rumgeschwurbelt. Also, worum es geht, also die Nadeln sind auch essbar, die sind aber ziemlich zäh, also um die wird es nicht gehen. Also, wenn ihr wirklich extrem verzweifelt seid, könnt ihr natürlich auch die essen, aber wird nicht nötig sein, ja, weil das, was ich euch jetzt zeige, das wächst auch so gut wie immer. Genau, es geht nämlich um diese Triebspitzen hier, dieses kleine Braune. Warte, ich mache meinen Schnee runter. So, da, jetzt sehen wir sie besser. Die wachsen meistens auch zu zweit, zu dritt. Manchmal gibt es sogar, also in Hochzeiten wachsen sogar irgendwie bis zu 8 Stück an einer Stelle oder so. Das sieht dann richtig krass aus. Jedenfalls geht es, wie gesagt, um diese Triebspitzen da. Und ich werde euch auch gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Die muss man nämlich, also. Man muss es nicht, aber man sollte es machen, ja, dass man sie schälen sollte. Darunter sind sie grün, und ja, hier so dunkelbraun, das ist jetzt noch die Schale. Die kann man eigentlich auch mitessen, aber jeder, der das mal probiert, der sagt auch, nee, die sollte man lieber abholen, weil das sonst extrem schwer, zu zerkauen ist. Ja. Naja, und isst die Schale einmal ab, ja, muss ich sagen, ich persönlich, ich finde, das schmeckt Bombe. Also das schmeckt wie eine Mischung aus ja, Zitrone und noch irgendwas. Naja, ihr müsst euch das vorstellen. Stellt euch vor, ihr isst eine Zitrone und habt gleichzeitig den Geruch von Nadelbäumen in der Nase. Ja, so ungefähr. Das kann man eigentlich nur richtig wissen, wenn man es einmal probiert hat. Also isst die Schale einmal ab, schmecken sie weich, angenehm und ja, lecker. Also die könnt ihr euch auch jederzeit reinziehen. Das ist jetzt nicht an sich nur eine Notnahrung, aber ich habe es halt deswegen reingepackt, weil. Wie ihr seht, also wie ihr wisst, wir haben Dezember und nein, das Video hier habe ich nicht schon letztes Jahr gedreht oder im Sommer gedreht, wie man sieht. Jedenfalls, wie ihr seht, kalte Jahreszeit, Schnee, ja, deswegen die wachsen, also Notnahrung im Winter. Hab nicht umsonst diesen Titel gewählt. So, und die wachsen hier überall. Ja, ihr könnt hier überall diese Triebspitzen sehen. Manchmal gibt es auch keine, obwohl, nee, die sind nur vom Schnee bedeckt. Ja. Also die sind fast wirklich an jeden Ast. Nicht an jeden, aber fast an jeden. Ja. Und wenn man mal hier weiter guckt, auch, also eine Kiefer wächst meistens nicht alleine. Also nehmen wir mal eine theoretische Situation an. Ihr seid wirklich verzweifelt. Ja, der Tag X ist jetzt eingetroffen. Ihr wisst nicht, was ihr machen sollt. Es ist Winter. Ja,
Wenn ihr eine Kiefer findet, dann sind auch immer noch andere dabei. Ja? Hier sind jetzt noch ein paar andere Bäume, Birken und so. Gehen wir ein bisschen weiter und hier gleich wieder eine ganze Reihe von Kiefern. Ja? Und hier sieht man dann auch wieder die Triebspitzen. Fokussier mal hier. So, ja. Ja, das Licht ist gerade ein bisschen blöd, aber sieht man trotzdem. Und hier geht es noch weiter, immer mehr Kiefern. Und das ist einfach überall so. Also eine Kiefer treffe ich nie alleine an. Wenn ihr eine findet, dann habt ihr ganz viele. Ja? Und ja, als nächstes wollte ich euch mal halt zeigen, wie ihr die bestimmen könnt. Erstmal, ihr braucht da keine Angst vor Verwechslungsgefahr zu haben. Es gibt verschiedene Kiefernarten, aber die sind alle essbar. Und die sind auch so schwer zu unterscheiden. Also das muss nun wirklich nicht sein, dass ich euch das jetzt beibringe. Beziehungsweise ich muss auch sagen, ich habe es auch nur bei zwei oder, nee, eigentlich nur bei zwei Arten drauf. Bei der dritten, da bin ich gerade dabei, das zu lernen. Also manche sind wirklich extrem schwer zu bestimmen, aber ist egal, die sind alle essbar. Also da wollen wir uns jetzt nicht aufhalten. Es geht ja um Notnahrung und nicht um ein Lernvideo, wie gesagt. Gut, eine Kiefer ist relativ leicht zu erkennen, einfach an den Nadeln auch. Also ich versuche das mal zu zeigen. Ja, Moment, ich muss mir mal kurz die Handschuhe ausziehen. Das geht einfach nicht anders. So, da bin ich wieder. Oh, ja, Leute, ey, ohne Handschuhe jetzt auch noch, mir frieren die Finger ab. Also, was ich hier für euch mache dafür, da muss mir jetzt aber auch jeder 10.000 Euro spenden, ja. Also, und jeder, der das nicht macht, der ist ein Nazi, ne, oder ein Reichsbürger oder Antisemit, Verschwörungstheoretiker, was gibt's noch? Vielleicht sollte ich mal bei der Antonio Amadeo Stiftung anrufen. Die können mir bestimmt eine Liste zusenden mit Totschlagbegriffe. Naja, egal, vergessen wir das. Ich mach's auch umsonst, ausnahmsweise. So, ich wollte euch jetzt wegen der Bestimmung nochmal Tannzapfen zeigen. Also an der Kiefer hier hing jetzt kein Tannzapfen, aber weiter hinten hatte ich welche gefunden. Deswegen habe ich mir jetzt von da hinten einen mitgenommen und den hier hingelegt, um euch den mal zu zeigen. Also das hier sind Kieferntannzapfen. Die können unter bestimmten Umständen auch anders aussehen. Das hat mit verschiedenen, also aus verschiedenen Gründen kann das so sein. Aber meistens und fast immer sehen sie so aus. Ja? Ihr könnt ja auch einfach Kiefernzapfen eingeben. Da könnt ihr das auf Bildern sehen. Ja? So, hier. Und ja, ich halte mal einfach meinen Finger daneben. Das ist Standardgröße. Das ist jetzt mein Zeigefinger so. Da könnt ihr einschätzen, wie groß die sind. Also nicht wirklich groß. Ja? Standardgröße, so sind die Zapfen immer. Die werden auch nicht wirklich größer. Ja, so viel dazu. So, da bin ich wieder. Und jetzt habe ich mal was vorbereitet. Also, die beiden Triebspitzen hier, das braune, das ist die ungeschälte. Und das grüne, das ist die geschälte. Also unten ist ein kleiner brauner Rest, aber das ist dann nur noch so ein ganz weiches Stück Schale. Das kann man ruhig mitessen. Das lässt sich auch ganz gut kauen. Ja, das Grüne ist halt, wie ich schon beschrieben habe, das richtig schön weich, saftig ist es eigentlich auch und ja, richtig lecker. Also ich kann nur jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Aber ich musste eben lachen, als ich das geschält habe. Ich habe da 5 Minuten ungefähr für gebraucht. Also normalerweise brauche ich nur ein paar Sekunden dafür, aber meine Finger sind schon halb taub. Und da musste ich dann schmunzeln, ja, weil in so einer Überlebenssituation, das kann man eigentlich so gar nicht gebrauchen, hier stundenlang rumstehen, die Dinger abpulen und dann abgefrorene Finger haben. Also irgendwie ist dann auch das wieder destruktiv. Das heißt, man kann die auch mit Handschuhe einfach massenhaft abpflücken. Da kriegt man, ja, in 5 Minuten kriegt man bestimmt an so einem Baum wie hier, den ich euch auch eben gezeigt habe, ja, da kriegt man so in 5 Minuten bestimmt mehr als 50 Triebspitzen ab. Also jedenfalls die hier dann auch poolen und essen, sollte man nicht machen. Also dann in so einer Überlebenssituation eher in einem Unterschlupf irgendwo mitnehmen. Ja, einen Unterschlupf gibt es ja immer irgendwo und da kann man es dann machen. Aber ja, ich kann auch jeden von euch nur empfehlen, auch jetzt, wo ihr nicht in einer Überlebenssituation seid, das einfach mal so auszuprobieren, weil die einfach echt lecker schmecken. Ja, so Ende Frühling, April, Mai so, da blühen die dann auch. Die werden riesig, also die werden richtig lang. Die sind dann so, ja, ich würde sagen so 6 bis 8 Mal so lang, wie die jetzt sind ungefähr. Ja, kommt hin. Und ja, da braucht man auch nicht groß rumpulen. Die haben kaum noch Schale. Die kann man so ein ganzes Stück essen. Und die schmecken wie, ja, Nadel-Zitronen-Lollis. Irgendwie so ähnlich. Nur, dass sie halt nicht die Konsistenz eines Lollis haben. Aber kann man richtig abbeißen wie so ein kleiner Riegel, ja. Also anstatt euch so ein Snickers oder Mars-Scheiß oder so zu kaufen, holt euch dann im Frühling das lieber. Aber egal, genug herumgeschwurbelt jetzt.
So, nochmal zur Erkennung wegen den Nadeln, ja. Es gibt ja auch die giftige Eibe, der ein oder andere, der wird vielleicht schon dran gedacht haben, da habe ich auch ein Video drüber gemacht, aber damit kann man das eigentlich überhaupt nicht verwechseln. Erstens hat die Eibe nicht diese Triebspitzen, zweitens, wer einmal einen Kiefer und einmal eine Eibe vor sich hatte, der wird die nicht mehr miteinander verwechseln. Und drittens, diese Nadeln, ja, die Eibe, die hat halt, wie gesagt, ihr könnt auch mein Eibenvideo auf dem Kanal angucken, wer es noch nicht gesehen hat. Die Eibe ist tödlich giftig, aber die kann man eigentlich, wie gesagt, nicht damit verwechseln, allein wegen den Nadeln. Ja, die Nadeln der Eibe, die sind vielleicht, lass mal kurz überlegen, ich glaube weniger als halb so lang. Die sind vielleicht, die haben vielleicht ein Drittel der Länge. Ja. Außerdem sind die, stehen die für sich alleine und sind nicht so wie hier. Das ist ein 100% sicheres Erkennungsmerkmal der Kiefer. Hier der Ansatz, die beiden wachsen zusammen, ja, und trennt sich dann hier so ein bisschen. Also der hat immer zwei Nadeln. Die Kiefer hat immer zwei Nadeln. Das ist ein sicheres Erkennungsmerkmal. Ja, ich kann euch dann auch noch mal. Ich habe hier viele schöne Exemplare gefunden. Ich kann euch ja noch mal allein da hinten überall auf den anderen Seiten und so. Da waren richtig tolle Exemplare auch. Ich werde euch gleich dann noch mal ein paar Videos einblenden. Ich werde das noch ein bisschen abfilmen, damit ihr dann noch mal besseren Eindruck davon bekommt. Aber ihr könnt es natürlich auch selber nachgoogeln. Ja, bevor ich euch noch die Videos von den anderen Exemplaren einblende, habe ich hier noch kurz was Witziges. Da ich ja heute im Schnee rumgefahren bin, ich finde das nämlich ganz lustig hier. Hier irgendwo sind, ja, hier, da ist eigentlich die Bremse. Und ja, so sieht das dann aus, wenn ich durch den Schnee fahre. Alles komplett zugestopft mit Schnee und Blättern. Und hier, ich habe einen extra Reifenmantel noch. Guck mal. Der ist fast, ja, nee, der ist genauso dick, der Schneemantel jetzt wie der Reifenmantel da und der Schlauch darunter zusammen. Ja, sollte ich gleich mal abklopfen. So, eigentlich wollte ich die wieder mit Musik einblenden, wie ich es bei der Eibe gemacht hatte, aber diesmal müsst ihr meine Stimme ertragen, weil ich nämlich noch was sagen wollte, was nicht unbedingt sein muss, aber was ich dachte, was noch gut mit rein kann. Also, ich zeige euch einfach erstmal hier ein bisschen. Das ist jetzt eine junge Kiefer. Hier könnt ihr auch mal die Rinde sehen. Aber ich bin hier auch in den Kiefernwald. Also fast alle Bäume, die ihr da im Hintergrund seht, sind Kiefern. Da ganz hinten, ganz da hinten, der Wald, das ist auch ein Kiefernwald. Ich werde euch das gleich mal zeigen und euch da noch mal genauer was zu sagen. Was ich jedenfalls auch noch sagen wollte, während ich euch hier noch die anderen Exemplare so ein bisschen zeige. Auch Fichten und Tannen beispielsweise sind die meisten Nadelbäume in Deutschland, zumindest bei mir, also nach meiner Erfahrung, ich habe jetzt keine Statistik angeguckt, sind Fichten. Und ja, sowohl Tanne als auch Fichte, wo es auch egal ist, ob ihr die beiden miteinander verwechselt, aber da werde ich, die einzige Gefahr ist da die Eibe, aber da gibt es sichere Unterscheidungsmerkmale, da werde ich auch noch ein Video drüber machen. Ja, die könnt ihr halt auch essen. Also die haben zwar nicht immer diese Triebe, also im Frühling, da haben sie sowas Ähnliches. Ich werde euch das dann genauer zeigen. Die schmecken auch verdammt gut. Aber die Nadeln davon, die könnt ihr auch bedenkenlos verwenden. Sind natürlich etwas zäh, aber da gibt es dann auch Unterschiede. Also das muss nicht immer so sein und man kann auch ganz tolle Sachen damit anstellen, aber das werde ich euch, wie gesagt, dann extra zeigen. Ja, da bin ich wieder. Mittlerweile hat es auch wieder angefangen, etwas zu schneien. In einer Überlebenssituation wäre das natürlich nicht gut, aber ich bin ja nicht in einer Überlebenssituation und deswegen finde ich es toll. Ich mag Schnee. Naja, so, hier jedenfalls die Kiefernwälder, beziehungsweise ein Kiefernwald ist das hier, wo ich mich jetzt befinde. Das sind alles Sanddünen eigentlich. Das sieht man jetzt natürlich schwer, weil das halt mit Schnee bedeckt ist. Aber eigentlich sind das alles Sanddünen hier und ja, ich finde den Ort hier auch ganz faszinierend, muss ich sagen, aber. Ja, darum geht es ja jetzt nicht. Also, die Kiefernwälder hier, woran das nämlich auch leicht zu erkennen ist, der ein oder andere von euch, der hat vielleicht solche Wälder bei sich in der Nähe. Die meisten Nadelwälder sind, wie gesagt, meiner Erfahrung nach Fichtenwälder. Und ja, wo ihr das da halt auch leicht unterscheiden könnt, wenn ihr euch mal die Spitzen der Kiefern da so anguckt, ja, dann seht ihr, manche laufen spitz zu, manche sind oben abgeflacht. Also, die Kiefer ist echt so ein bisschen kreativer Baum, ja. Also die Spitzen sehen da oft ziemlich verschieden aus, muss ich sagen, ja, finde ich. Also, naja, die Fichten, die laufen meistens spitz zu.
Da ist es halt mit den Triebspitzen ein bisschen schwerer, weil ihr nicht so leicht an die Äste kommt. Aber auch wieder meiner Erfahrung nach, da wo große Kiefern sind, sind meistens auch kleine Kiefern in der Nähe. Also allein hier bei den Sanddünen, wo ich mich befinde, das, was ihr hier seht, das sind alles kleine Babykiefern. Ach, wie niedlich. Ja. Naja, gut, das war's jetzt aber. Ich mache mich dann mal auf den Rückweg. Mir frieren auch schon die Zehen wieder ab, obwohl ich mich diesmal wärmer angezogen habe. Aber ich habe zu viel rumgestanden und zu viel die Kamera gehalten. Da wird man steif und kalt, ja. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.